Herzlich willkommen zum vorletzten Rennen der 2006er Liga der WRL. Wir melden uns hier heute aus Japan und ja, wir natürlich wie immer mit dabei der Arne. Hallöchen. Und dann gehen wir direkt los in Q1. Heute könnte es, glaube ich, sogar eine Vorentscheidung in der WM geben. Könnte. Das ist korrekt, das ist korrekt. Dazu ist aber, ich glaube... Dazu müsste so einiges passieren. Ja. Möchten wir das jetzt schon diskutieren? Oder wir das können wir im Rennen machen. Oder nachher. Das machen wir im Rennen. Okay, Henry Hansen ist auf jeden Fall Erster auf der Strecke. Der ist auf der Nummer, mit der Nummer 7 unterwegs. Ja, Japan, Suzuka. Schöner Kurs. Sehr viele schnelle Kurven. Hier zum ersten Sektor. Wer hat er denn da hinter sich, der schon so drängelt? Nico Rivera, ja. Und dann noch Julian Kopp. Ey, der schleicht aber wirklich über die Runde da. Ja, aber im Henry kann ich mir natürlich wieder vorstellen, dass er relativ viel auf Topspeed gesetzt hat. Nicht unbedingt. Nö? Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Da kam der Live nochmal und jetzt ist Jürgen da noch vorbei. Nee, der lässt ihn aber auch nicht vorbei. So, jetzt lässt der Nico da einfach alle durch, das geht natürlich auch, und die haben schon Gaping. Dominik Medner in der Hanakurve in Kies. Ach so. So, Jack Kenny fährt jetzt erst aus der Box. Der lässt sich da Zeit. Henry Herbst ist jetzt. Oh, Julian Kopp ist jetzt vorne auf der 2. Das ist erst eine 130R, aber. Das passt ja ganz gut für ihn. Jack ist jetzt schon. Steffen Rehm noch in der erstmal Box. Erstmal durch. Lukas Zorn noch in der Box. Und Kopp dreht sich. Kopp dreht sich gleich mal. Ja, guter da Start hat er in ein Qualifying. Genau, und dann hat er den guten ersten Platz, den er jetzt auf der Strecke gehabt hätte, weggeschmissen. Henry Herbst geht vor. Ja, genau, der Henry. Hinter ist Jan-Hendrik Römermann und Nico Rivera. So, mal gucken. Fahren wir mal Onboard mit im ersten Sektor. Naja, ziemlich viel untersteuern. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So sieht es zumindest aus. Geringfügig, ja. Nimmt die Körbse relativ hart mit. Und jetzt noch die Haarnadel und dann. Kommt das eigentlich ein relativ schneller Teil jetzt nur noch? Ja, Spoon Corner. Na, kommt er schon mit 310 runter, das ist schon ganz ordentlich. Aber wie er auch einlenken muss, das ist schon. Krass. So, jetzt 130R noch und dann noch die Schikane. Und dann ja, legt er hier direkt mal eine Zeit vor. Ja, Kenny geht jetzt auf seine schnelle Runde. Schauen wir mal, 1,29, 1,30, 1,31, 1,32 sogar nur, 1,32,2. Nico Rivera 1,32,8, Jürgen Kopp. Ne, Jan-Hendrik Römermann 1,34,5, jetzt ist Dennis Schröder auf der 3, 1,33,9, Seth Röme 4, 1,34,3. Und Kopp schiebt sich an, die neue Bestzeit zu setzen. Dittmar 1,35,5. So, ah, das, langsam. Das tut er auch. 1,33,3, oh. Das ist schon stark. Das ist eine Hausmarke. Jack Kearney ist jetzt Richtung Spoon Corner auf der 10 unterwegs. 7 Zehntel Vorsprung. Dominik Medner mal wieder auf Abwägen. Wie viele Leute sind wir heute eigentlich? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ich wir auch sind noch nicht. 14. Das geht doch eigentlich sogar noch. So, Kearney jetzt durch 130R noch. 15. Vorsprung im zweiten Sektor. Hat er ein bisschen was verloren? Ne, gar nicht. Okay. Riedmüller hat er die Beste jetzt gesetzt. Ja. 1,33. Und er wird jetzt hier gleich eine 29er setzen. Robin Schwarz, 1,31,7 auf Platz 3 jetzt. 1,29,6, 2,8 Sekunden. Das kann aber
aber gar nicht sein, weil die... Nee, 0,6 Sekunden, ja. Fast 0,7. So, das Max fährt langsam. Die fahren durch alle langsam. Luca Zorn, wo ist der? Der kommt auch noch. Der müsste auf der 12 sein. Da war einer ohne Frontflügel, das war der Dominik Medner. Marcel Ludwig. So, Henry Herbsen in der Box. Nur 6. derzeit. Nico Rivera nur 7. Ah, Luca Zorn ist jetzt unterwegs und dreht sich. Die Kurve kenne ich ja. Hat aber auch ganz gut gefangen. Ja. Ja, das ist mit einer meiner Lieblingskurven hier. Genau wie diese Kurve, die da jetzt kommt. Ohne Heckflügel sehr schwer zu nehmen. So, wen haben wir noch? Führen denn noch was? Marcel Ludwig Julian ist rausgefahren. Jack Julian Kenny fährt jetzt wieder raus. Verbesserung. Max Giedmüller steht noch. Nee. Jetzt fährt er raus. Ja. Jetzt fährt er raus. Er fährt an der Box. Live Nordic fährt an die Box. Henry Hermsen ist noch auf der Outlap. Genau wie Nico Rivera. Dennis Schröder ist noch unterwegs. Aber schon 2,8 Sekunden Rückstand auf Jack Kenny. Im zweiten Sektor. Ne, im ersten Sektor, Entschuldigung. Robin Schwarz. Ist das jetzt eine Verbesserung? Nee. So, eigentlich müsste jetzt langsam mal was von Nico gleich kommen. Weil Platz 8 ist eigentlich so nicht so unbedingt die beste Ausgangslage. Er liegt 4 Punkte zurück in der WM. Da muss jetzt mal was kommen. Jack Kenny fährt wieder los. 8 Minuten 30 noch. Dennis Schröder 1,35,2, keine Verbesserung. Oh, Seth Röhme. Da bist du. So, Marcel Ludwig. Offroad kommt unterwegs. Marcel Ludwig kommt, glaube ich, jetzt das erste Mal über die Linie. Nee, da geht es erst mal. Der ist 17, aber der geht jetzt erst mal eine Runde. So, Seth Röhme geht, glaube ich, an die Box. So ist es auch. Jan-Henrik Römermann. Fahren wir doch mal mit dem mit. Davor ist Henry. Fährt er vorsichtig durch die ersten beiden Kurven. Ja, ein bisschen weit innen genommen. Aber man sieht, wie Henry... Oh, und jetzt hat er das Glück gehabt. Also man sieht doch, er ist auch ein Stück schneller als Henry da vor ihm. Aber da hätte er ruhig ein bisschen mehr Gas geben können. ...6 Sekunden hinter der Bestzeit im ersten Sektor. Nico Rivera 14. auf persönlicher Bestzeit. Henry Hermsen 7000. dahinter. Aber Nico kommt jetzt eine Verbesserung, und zwar eine ordentliche. Könnt ihr ihn mal so gute 2 bis 3 Plätze nach vorne befördern? So, und Henry Krümmermann ist mittlerweile an Henry Hermsen vorbei. Nico Rivera, 2. Sektorzeit. Nochmal 19. Nico Rivera jetzt richtig gut unterwegs auf der 9. Letzte Schikane jetzt. Oh, verbremst sich da leicht. Krümmermann, Verbesserung nicht auf die 6. Oh, da haben wir Nico. Jetzt kommt Nico. Jetzt kommt eine ordentliche Verbesserung. Und Platz 5. 31,6, das ist 2 Sekunden Rückstand. Ja. Eieiei, also. Auch 18. hinter Marseille jetzt. Also da hat er jetzt echt einen Riesensprung. Er hat stark nachgelassen im letzten Rennen. Julian Kopp auch nochmal mit einer Verbesserung. 1,30,0. Max Riedmüller hat sich da auch verbremst. Ja, mit der geht in die Box. Ist auch langsam unterwegs. Jack Kearney ist auch nicht gerade auf Bestzeit unterwegs. Nico ist auch schon, glaube ich, langsam. Robin Schwarz in der Box. Geht noch einer. Live Nordic fängt jetzt seine Runde an. Der doch sehr schief durch die Kurve 1 fährt. Das war nicht optimal. Und Abflug Jan-Hendrik Römermann. Oh, der hätte aber auch halten können. Junge, Junge, Junge.
Ui, das war... Ja. Das war ordentlich. Hat Max sich gerade verbessert? Nee. Julian kommt nochmal auf persönlicher Bestzeit. Erste Sekte 25.000. Zweite Sektor. Ah, da hat er wieder verloren. Ich war gerade bei Live Nordic. Der fährt jetzt auch gleich Richtung Sektor 2 Messpunkt. Da vorne kommt er. Vor der 130R. Und 1,2 Sekunden Rückstand. Aber 1,4 auf Platz 10 und er ist gerade auf Platz 8. Oh, und er verbremst sich. Ja, das Problem habe ich aber auch gehabt. Das ist eine tückische Stelle da. Da kann man sich durch diesen ersten Eingang kann man sich da sehr irritieren lassen. Also da gibt's ja. Jetzt vielleicht sieht man das bei irgendwem jetzt gerade nochmal. Nee, der ist da schon durch, der ist auch schon durch. Da, bei Jack Kenny gucken wir jetzt mal. Da rechts. Ja, genau. Da, das täuscht alles ein bisschen. Ja, und hier ist erst der Eingang. Klar. Genau. So, Jack Kenny geht in die Box, Julian steht auch. Max Riedmüller fährt noch einer. Marcel Ludewig, da kommt nichts. Nico Rivera steht in der Box noch. Max Riedmüller geht jetzt auf die schnelle Runde. Das war gerade noch die Outlap. Robin Schwarz fährt noch mal einer. Er ist im Platz 9 gerade. Platz 9 ist Henry Herbst. Das ist ja nicht sein Ernst hier. Er muss mal ein bisschen Gas geben jetzt. Wie viel Rückstand hat er denn? Gerade mal 21.000 auf Platz 8. Da muss doch was kommen jetzt. Und es kommt auch was. 58.000 Verbesserung. Sektor 1. Sektor 2. Luca Zorn auch nur auf der 10. Da erwarte ich ihn eigentlich nicht. Also er hatte gerade im freien Training eine relativ schnelle Runde hingelegt. Übrigens, Henry Herbst hat 320er gerade Richtung Schikane. Das ist echt schon Wahnsinn. Du kannst jetzt eigentlich mal umspringen auf die 9, da wird er sich nämlich gleich verbessern. Gute 2,5, 10. hat er jetzt schon. Ach da, damit kickt er momentan Live Nordic raus. Auch Luca Zorn ist mit der Verbesserung. Ja. Und damit ist Henry Hermsen wieder raus. Also. Ja, ist er wieder 9. hat er wieder alles verschenkt. Weil Jan-Hendrik Römer fährt nämlich auch noch direkt hinter ihm. Also Henry Hermsen vorne, Luca Zorn, dann kommt Jan-Hendrik Römer, Mann. Das ist sehr lustig. Das wird spannend. Ja, der Kampf um die letzte Platzierung in für Q2. Wenn man sieht, wie Luca Zorn in den SS rankommt, das ist der Wahnsinn. Wer von den Herren löst das Ticket für Q2? Ich denke, Luca Zorn wird es schaffen. Ich glaube auch, Herr Spannend wird es eher um Platz 8. Robin Schwarz. Nordic, bei dem geht wahrscheinlich noch was. Man darf bei dem. Max verbessert sich nochmal. Robin darf man aber auch nicht vergessen, er ist auch nur eine 10. davor. Und jetzt hier. Luca Zorn, Henry Hermsen fighten hier schon. Christian Dittmar hat abgestellt. So, jetzt oh, geh die Hände, ich mach's dir nix auf der Geraden, ey. Boah! Bei dem fast hinten drauf und jetzt verbremst sich Henry leicht und Luca zieht in den Reihen durch! Ja, aber jetzt entscheidet der Topspeed und den hat Henry, das sieht man jetzt schon. Ja, pass auf, der braucht viel Fläche in der 130R. Er haut nicht lieber dahinter ein, bremst jetzt nochmal ab. Ne, macht er nicht. Oh, was war das? Macht er, oh, Henrik verbremst sich komplett, ja. Und Luca auch. Hinterher hat er sich irritieren lassen. Jan-Hendrik hat jetzt das Problem, dass er beide vor der Nase hat. Aber Luca geht in die Box. Oh, das macht Römermann. Verbesserung oder nicht? Nein. Henrik geht auch in die Box. Henrik gibt auf. Ne, er versucht es nochmal, aber die Zeit reicht nicht. Oh, und Römermann verbremst. Das wird dann für ihn auch nicht mehr reichen. Ich bin jetzt mal gespannt, was Henry Hermsen macht. Der versucht es jetzt nochmal, schnell über die Linie zu kommen. Der kürzt ja, der ab. Kürzt da aber ab. Das ist nicht erlaubt. Das stimmt. Das kann Sanktionen nach sich ziehen. Ja, wird es auch. Ja. Es gibt, meine ich, 10 Sekunden aus seiner Qualifying-Zeit, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn es eine schnelle Runde wäre. Aber weil er jetzt eigentlich dadurch überhaupt nicht die Runde schaffen sollte. Ich weiß nicht, ob du es
erwähnt hattest, aber vorne hat sich Jack Kearney auf eine 1,29,3 nochmal verbessert. Nee, ich habe nur den Max Riedmüller vorhin nochmal gesehen. Das war ja, glaube ich, vorher bei einer 1,29,6, das hat man auch ganz übersehen. Wo ist denn eigentlich sein Konkurrent? Nico ist auf jeden Fall auf 5, der ist eigentlich safe. Ich glaube, bei Henry wird es aber trotzdem nicht mehr reichen. Nee, bei Henry wird es nicht reichen. Er hat jetzt noch 10 Sekunden und muss noch die Schikane fahren. Nee, jetzt ist es zu Ende, schafft er nicht mehr. Gut, dann ja. Können wir jetzt die letzten einfangen eigentlich. Als erstes kommt Jan Henrik Römermann, der geht aber in die Box. Wer ist denn der Nächste? Der Nächste müsste... Ja, oh, der Henry nochmal bei Boxeneinfahrt. Bei der Boxeneinfahrt, da das Ding, den Pöller da mitgenommen. Die Wand. Nico berührt. Rivera. Nico Rivera auf 5 ist der Nächste, der kommt. Ah, es ist aber bei dem... Ich weiß nicht, also... 5. Platz nur. Das war ja auch schon ein Monster. Nicht gerade sein bestes Rennen. Nee. Auch in Türkei vorher schon, ne? Ja, Marcel fährt rein. Dann kommt noch Live Nordic auf der 10, aber der geht auch in die Box. Ja, dann haben wir denn noch? Alle, ja, das war's. Ja, das war's. Damit die Tickets für Q2. Jack Kearney, Riedmüller, Kopp, Ludewig auch sehr stark. 4. Nico Rivera 5. Der da nochmal ein paar Burnouts dreht. Ja. Robin Schwarz 6. Auch mit dabei in Q2. Luca Zorn 7. Und der letzte Jan-Henrik Römermann. Oh, dann können wir gleich weitermachen mit Q2. Ich springe ab. Raus muss man sagen, Überraschungsmann Henry Hermsen. Ja, gut. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, raus ist raus. Ja. Steffen Remy auf der 13, leider auch raus, Dominik Meter auf 15. Ein bisschen überraschend, Jack Kearney fährt als erstes. Ne, Luca Zorn fährt noch, steht noch weiter vorne. Ja, da stehen schon mal die beiden Konkurrenten direkt hinter ihm. Jack Kearney und Nico Rivera. So, und jetzt müsst ihr die Ampel auf grün schalten und da geben sie auch schon Gas. Ich bin mal gespannt, der Jack wird da bestimmt gleich versuchen, an ihm vorbeizugehen. So, Max lässt einfach ein bisschen Platz, der macht das vernünftig. Ja, der gleiche Ablauf, 15 Minuten. Sprit leer fahren. Genau. Und dann am Ende. Julian Kopp fährt noch nicht, der fährt jetzt erst los. Und Marcel Ludewig ist jetzt gerade aus der Box raus. Robin Schwarz steht noch. Der Rest fährt. Achso, ich muss vielleicht mal die Top 8 bitte neu hinschreiben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht einer von den Top-Leuten noch vorne einfach ein bisschen Tempo rausgenommen hat in Q1. Kann ja auch sein. So, Robin fährt jetzt auch los. Also noch hält Luca sich da vorm Jack. Und Marcel Ludwig hat sich, glaube ich, schon mal zerlegt. Oder ist da noch eins dran am Auto? Oh, naja, eingeschlagen ist er. Brücke unten unter. Ah, perfekt aussehen tut das Auto nicht mehr. Und Luca Zorn bleibt vor Jack Kearney und dahinter ist Nico Rivera. So, jetzt gehen sie auf ihre schnelle Runde. Also Luca Zorn wird hier vorlegen. Ich glaube, Kearney hat da ein bisschen Platz gelassen. Ja, hat er. Ja, hat er. Dahinter Nico Rivera direkt. Und dahinter Jan. Sektor 1 besteht eigentlich nur aus diesen S's. Hier entscheidet einfach, wer hat relativ viel Flügel und wer kommt hier gut durch. Aber es sah bei Luca gerade gar nicht so schlecht aus, oder? Das war nicht so ganz optimal. Hier ist Sektor 1 zu Ende und er fährt dann 33,2. Jan-Henrik Römermann 33,7. Nico Rivera 33,3. Max Riedmüller 32,8 und Jack Kearney sogar eine 32,5. Ja, und jetzt holt er auch schon sehr stark auf den Luca da auf. Ja.
So, Spoon Corner auch sehr entscheidend hier, oder? Die verpasst er gleich mal komplett. Ja. Und das wird den Jack jetzt aufhalten. Oh, es geht eigentlich. Oh, Jack kommt auch sehr weit raus. Da war der Windschatten plötzlich spürbar. Ah. So, zweiter Sektor ist hier. 43,2 von ihm. Jan-Henrik Römer 43,4. Oder eigentlich kann ich die auch auslassen, weil jetzt kommt sowieso gleich die Startzielgerade. Können wir die Zeiten uns dann alle angucken. Als erstes kommt Luca Zorn. 34,7. Jack Kenny 33,0. Riedmüller. Oder Riedmüller 33,5. Ja. Luca Zorn habe ich gesagt. Nico Rivera 34,3. Und Römermann 34,9. Jürgen Kopp kommt jetzt auf der 6. Der hat schon 13 Rückstand im zweiten Sektor. Na, er könnte noch für Max Riedmüller reichen. Und reicht es? Ja, es reicht sogar für die Pole. 32,9. Robin Schwarz kommt auch noch auf der 8. Oh, der ist auch gut unterwegs, eigentlich. 7 Zehntel Rückstand. Ja, 7 Zehntel Rückstand. Oh, das war aber nicht gut. Man muss allerdings dran denken, dass Julian im dritten Sektor noch richtig Zeit rausgeholt hat. Ja. So, und der wird Sechster. Und Luca Zorn! Spoon Corner Ausgang. Ist da noch alles dran bei ihm? Ja. Da ist noch alles dran bei ihm. Oh, gleicher Fehler wie eben. Jack Kenny ist auch schon vorbei eben. In der Runde. So, Jack Kenny ist Erster. Ui, Schikane. Das ist aber knapp. Gibt's eine Verbesserung? Nein. Nein, gibt's nicht. Erste und zweite Sektor war zwar persönlich verbessert, Nico hat aber sich verbessert. Ja, 34,2. Und Robin Schwarz ist irgendwo gegengefahren. Ja, das Tatsache. Auto ist nicht mehr gerade. Deine Kurve ist das. Ja, Tatsache. Flügel fehlt auch. Julian Kopp kommt jetzt nochmal über die Linie. Keine Verbesserung, aber im ersten Sektor hat er so ein bisschen noch rausholen können. Ja, und Jack Kearney nochmal 2 Zehntel auf besser im ersten Sektor, aber nicht persönlich, nur absolut. Da wollte ich hin. Also, was der Julian am letzten Sektor gemacht hat, das ist echt Zauberei. So, Kearney jetzt Spoon Corner. Ah. Julian ist nochmal im ersten Sektor um 2 Zehntel auf Bestzeit. So, zweiter Sektor, wie sieht's da aus? 4 Zehntel Vorsprung, das könnte jetzt für eine ja, Bestzeit das könnte reichen. Eine Zehntel versöhnlich, jetzt Kurve kriegen. Ja, hat er bekommen. Naja. Ah, das war ein bisschen früher, aber hier noch im Rahmen. Und da kommt die Linie. Und Bestzeit. Ja. Und guck mal erstmal bei Julian. Aber von dem Rest, da kommt nichts mehr. Julian auf der 2. Gerade runter. Erster Sektor waren 2 Zehntel persönlich. Damit wir die Zeit noch nicht kriegen. Aber jetzt nochmal 6 Zehntel. 4 Zehntel auf Bestzeitkurs. So, jetzt Kurve bekommen. Sieht ja, gut optimal. Aus. Sah sogar die besser aus als bei Jack. Ja. Jetzt wird er noch ein bisschen mit mehr mitnehmen können. Aber passt schon. Und da kommt das ist die Bestzeit. Ja, 32. Vorübergehende Bestzeit natürlich. 2. Leider nicht mehr so gut. Der letzte Sektor wir ein bisschen was verloren. 1 Zehntel, aber passt. So, Jack Kane ist noch 14.000 zur Verbesserung. Also hier merke ich dich, hier drückt der Sprit. Also hier sind die Reifen relativ egal. Hier muss einfach nur Sprit raus. Max Riedmüller kommt da schon gar nicht mehr, bitte schon 1,2 Sekunden dahinter. Nico Rivera schon 2 Sekunden. Julian kann jetzt nicht mehr verbessern. Wie sieht es bei Jack aus? Zweite Sektorzeit.
Auch nicht mehr. Marcel Ludewig. Abflug. Eieieiei. Ja. Muss er da abstellen? Ist er, ist raus. Ja. Ja, er ist raus. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für ihn. So, Kerny und Kopp mit einer Verbesserung, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, ich glaube nur Kerny. 32,5, trotzdem noch 13. hinter dem Teamkollegen. Er hat's. Der kann sich nicht verbessern momentan. Nee, der fährt im Moment ein bisschen gechillt, ja? Noch sind's, eine Runde mal zum Runterkommen. Ja, gut 7 Minuten. Aber es ist 2 Minuten, ist wieder. Und Julian Kopp macht wieder das, was er immer macht: einmal mehr in die Box. Okay, dann warten wir mal ab. So, Kenny, 1/10 auf Bestzeit im ersten Sektor. Kann er das bis über die Stadtziellinie retten? Oder gegebenenfalls noch ausbauen? Das ist die Frage. Wie sehr kann er die Reifen runter pushen? Julian ist jetzt wieder unterwegs. 6 Minuten noch. Ah, jetzt hat er schon 45.000 zum Rückstand. Also da hat er. Ja, aber nochmal auf Verbesserung. Was verloren. Vielleicht. Ja, die Quad hat jetzt diesmal aber auch gut bekommen. Ein bisschen besser als Julian. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Ja, und es reicht. Das reicht. 32,0. 2/10. Die Red Bull, wie sieht's bei Max hier aus? Mit, was sie wollen. Da kommt gar nichts mehr von Max. Ah, ja, 34. Persönliche Verbesserung im letzten Sektor, aber Luca nichts kommt auch nicht. Robin Schwarz ist wieder unterwegs mittlerweile. Ja, Julian ist jetzt im zweiten Spoon Corner. Römermann geht doch auf eine schnelle Runde. Der war, glaube ich, auch schon in der Box, kann das sein? Weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube ja. Ich habe jetzt von dem keine Zeit eingeblendet bekommen. Dann gehe ich mal davon aus, dass er vielleicht schon in der Box war. Ich leider auch nicht. So, Julian geht jetzt auf seine schnelle Runde. Neue Reifen. Weniger Sprit. Beziehungsweise weniger Sprit als auf seiner schnellen Runde. 0,174 Tausend Rennen. Also 174.000, um es genau zu sagen. Na, fahren wir mal bei ihm mit. Sektor 1 Messpunkt. Da vorne kommt er. Und nee, ich habe keine Zeit bekommen. Noch nicht. Nur 3. Ja, 1,89 hinten. Also 0,189. Die Kurve 3000 sieht so gut aus. Persönlicher Bestzeit. Kann natürlich auch sein, dass die Reifen nicht richtig warm bekommen hat und Max Riedmüller hat einen Disconnect. Das ist der zweite. Noch 3 Minuten 50. Und das ist natürlich alles wieder super für Nico Rivera. Der hat jetzt schon mal zwei Konkurrenten eigentlich raus. Ja, und würde damit auf die 3 wandern. Ja, im Moment ist er Vierter, aber er muss natürlich. Na gut, er muss natürlich die Zeit nicht mehr schlagen. Und jetzt ist er auch Dritter. Ja, jetzt ist er Dritter, logischerweise. So, Sektor 2, 11.000 Rückstand. Ja. Benner muss jetzt wieder im letzten Sektor zaubern. Oh, das war ein bisschen früh. Aggressiv drüber. Aber jetzt, die Kurve nimmt er besser. Die hat er eben nicht gut erwischt. Es wird knapp. Kann ausgehen, ja, und es geht hier raus. Also im letzten Sektor, da bezahlen sich die Reifen wirklich. Jacqueline ist aber auch nochmal auf Bestzeit. Aber jetzt die Frage, wird er die Runde zu Ende fahren oder geht er in die Box? 1,34 ist hier, nee, 1, das war aber ich von Quatsch, 1,31 ist hier die Bestzeit gerade. Oh, der verliert nochmal Zeit im zweiten Sektor wieder. Ja, er könnte, aber ich glaube, er geht rein. Weil sonst hätte er nur noch 1 Minute 15 und das reicht nicht mehr, er muss rein. Er geht auch rein, das war jetzt auch ein Fehler. So. Der nächste, Nico. Der wird wahrscheinlich auch reingehen.
Der wird eigentlich auch reingehen. Also den beim Wiesen Monster können Sie sich hier nicht erlauben. Ja, Ja, der geht auch Macher. rein. Luca Zorn ist der nächste auf der 4. Ja, eigentlich müssen alle reingehen. Aber derjenige, der das perfekte Fenster eigentlich hat, das ist Julian. Obwohl es bei ihm auch relativ knapp werden könnte. Der ist noch 30 Sekunden. Oh, da hat er, ich hoffe, er hat sich da nicht So, verrechnet. Römermann und Zorn beide in die Box. Auch klar. Robin Das Schwarz fährt könnte noch. schief gehen für Julian Kopp. André, das könnte schief gehen. Ja, das wird doch nicht mehr reichen. Er ist aber Das nochmal auf wird nicht mehr 13 Lok reichen. Bestzeit. Er ist noch Aber auf er ist auf Bestzeit, Bestzeit-Kurs. ja. Er Die muss wird jetzt halt. alles rausholen, was er kann. Ich glaube, die wird da zu Ende fahren, oder? Ja. Ja, muss er. Kann nicht anders. So, das wird eine 31 niedrig. Ja, okay, Mitte. Aber er kann noch einen, er kann noch 35,5. einen. Jetzt hat er Jan-Hendrik Römermann da vor sich, aber der wird ihn vorbeilassen. Das war jetzt ungünstig, der hat da sogar den Lukasson auch noch vor sich. Aber Jan macht ihm da, naja, Platz. Gar nicht, aber jetzt macht er ihm Platz. Er haut noch mal was raus. Das Auto liegt aber auch gut. Das Auto liegt wie ein Brett auf der Straße. Das ist Luca, muss da ein bisschen korrigieren gerade. Jetzt müsste eigentlich freie Nochmal Bahn vor sich Verbesserung. haben. Ja, 2 Zehntel, 2,5 und jetzt Oh. Fehler. Das war nicht gut, da hat er die 2,5 Zehntel wieder weggeschmissen. Genau, in dem Moment fängt es an zu ruckeln. Hat er auch leicht das Heck ein bisschen gekommen, aber jetzt. Jetzt abwarten. Sektor 2 Ja. kommt ja bald. Oder ist ja bald zu Ende. So, Jack Kearney geht jetzt einfach so eine schöne Runde. Er ist jetzt in der Schikane. Spoon Corner. Nicht perfekt, der am Anfang getroffen. Hier auch nicht perfekt. Schauen wir mal am Ende dieser Geraden um die Zwischenzeit. Ah, immer noch Und auf da ist er noch. Besserkurs. Er kann sich noch retten. Also er hätte viel mehr rausholen können, aber er kann es noch retten. Jetzt Schikane. Oh, das war nicht gut. Der hat ein bisschen spät runtergeschaltet, so wie sich das angehört hat. Und Aber 31,2. Okay. 31,2. Und Jack Kearney ist jetzt direkt aus einer schnellen Runde auf der 2. Der fährt, glaube Erste ich, noch eine. Sektorzwischenzeit. 7 Zehntel! 7 Zehntel auf Bestzeit. Unglaublich. Na, der fliegt ja natürlich Was über die kann Nico? Strecke. Nico Rivera ist noch 2 Zehntel hinter der von Julian. Luca ist da noch nicht. Und der Rest ist da auch noch nicht. Aber Julian verbessert ja auch nochmal um 2 Zehntel. Aber ich glaube, der darf schon gar nicht mehr, oder? Der darf Doch, noch, der der war darf noch pünktlich noch. Der drüber. darf noch. Okay, also Jack. Ne, ich würde noch den Rest gucken. So, jetzt Kearney, Sektor 2. Und Luca Zorn schmeißt das Auto. Eine Sekunde. Da hat er nochmal 3 Zehntel rausgeholt. Und jetzt, letzte Kurve. Oh, das wird eine sehr gute Zeit. Das wird eine Das wird eine saugute Zeit. 1,30,2. 30-2. Jetzt kommt sein direkter Konkurrent Nico. Der ist schon mal Auf der 1,7 3. Sekunden zurück, also das Gucken wir mal ist Julian. schon sehr Julian ist langsam. auch 1,2 Sekunden zurück. Das wird eine sichere Pole für ihn. So, Nico Dritter. Dritter. Er kommt jetzt Und Julian zuerst. Fehler und geht Römermann los. zuerst. Luca ist direkt dahinter. 4 und 5. Wer kann sich da den vierten Platz holen? Ah, es ist Römermann. Es ist Römermann. 1, Das wo ist ist schon die nicht Zahl? richtig. 1,33,4 gegen 1,34,3. Fast eine Sekunde und Robin Schwarz auf der 6. So, und damit steht's fest, also Jack Kearney auf der Pole. Sehr deutlich. Dahinter sein Teamkollege, also klare erste Startreihe für Red Bull, Julian Kopp. Auf der 3 Nico Rivera, ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ist er sehr weit zurück. Der wird im Rennen Gas geben müssen. Also, wenn er sich die Chance auf den Titel erhalten möchte, dann sollte er im Rennen bessere Ergebnisse auffahren. So, das war's aber jetzt vom Qualifying. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen beim Rennen. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.